Hallöchen, Hallöchen, Hallöchen. Willkommen zurück zu L.A. Noir. Wir sind hier bei Dr. Harlan J. Fontaine, der ja ein bisschen indisponiert ist und tot auch. Und wir suchen hier nach den verbliebenen Indizien, nach den verbliebenen Beweisen, Hinweisen. Vielleicht ja hier draußen. Musik läuft doch immer noch. Was haben wir hier? Irgendwas überhaupt? Ein Mini-Wintergarten, ein Wintergärtchen. Ah, hier ist nur die Trage. Ich wollte gerade fragen, was ist das denn? Und hier irgendwas? Die Musik läuft auf jeden Fall noch. Oder ist der Zaun... Huch! Nein, du sollst nicht drüber springen. Hier hört die Musik immer noch nicht auf. What the fuck? Warum läuft denn die Musik hier weiter? Hier hat sie aufgehört, okay. Scheint ein großes Areal zu sein, wo wir noch nach irgendwas suchen. Aber ich weiß noch nicht recht nach... Ach, da passen wir nicht durch. Cole ist zu dick. Huch. Cole ist zu dick, wollte ich gerade sagen. Manchmal, dass dieses Ding-Dong in der Musik ist, ist echt fies. Ich spiele ja zum Glück mit Controller und habe da noch die Vibration als zusätzliche Hinweise, wenn ich einen Hinweis finde. Aber es wäre sonst ja ziemlich mies. Da schauen wir uns eher im Haus um. Ich würde eher sagen, dass wir im Haus noch was finden als jetzt draußen. Wenn da halt keine Spuren von dem Mörder sind. Dann schauen wir uns hier um. Obwohl hier auch irgendwie scheinbar überhaupt gar nichts zu sein scheint. Gar nichts. Aber hier können wir raus. Warum auch immer. Wenn ich jetzt wüsste, wonach wir suchen. Irgendwelchen Hinweisen natürlich, wie der Typ hier reingekommen ist, was der für Spuren hinterlassen hat. Irgendwas von dem Typen brauchen wir. Hat er hier irgendwas weggeschmissen? Oder irgendwelche Schleifspuren, wie er Elsa weggeschleppt hat. Obwohl, er hat sie ja weggetragen, nicht wahr? Da dürften ja dann keine Spuren mehr zu finden sein. Wenn er sie einfach getragen hat. Hier sind nur ein paar Blätter, die hier rumliegen. So, what's going on over there? Nichts. Oder können wir hier jetzt mit Rusty nochmal sprechen, oder was? Nö, können wir nicht. Wonach suchen wir? Das ist die große Frage. Wonach suchen wir? Habt ihr eine Ahnung, wonach ich gerade suche? Schreibt es nochmal in die Kommentare. Ich würde ja gern live dann drauf eingehen. Aber das kann ich leider nicht. Ich möchte nicht gleich schon wieder die Komplettlösung bemühen müssen, um hier den letzten Hinweis zu finden. Das sind alles nur schon gefundene Hinweise. Auch da haben wir jetzt alles rausgezogen. Hier gibt es auch nichts. Hier am Tisch ist sonst auch nichts. Kann ich immer hier ihn um einen Hinweis fragen? So, what next? We need to find Elsa. There must be something that links the big guy to the shrink. Hä? Da hat was vibriert. Ah. Ah, danke, dass du mir den Weg gezeigt hast, Herschel. Da, dahin. Eine Injektionsspritze, das kennen wir schon. Auch das kennen wir schon. Auch das kennen wir schon. Looks like Fontaine has finally dispensed his last treatment. Leidenschaftlicher Sammler sind wir. Hat da lang genug gedauert. Jack was wrong. It's not about insurance, it's about eminent domain. What are you talking about, Cole? The government reclaims the land in the path of the freeway and pays the improved value of the land with the new houses sitting on it. What about the stiffs who paid their deposits? Worst case, they get their money back. But the syndicate pockets millions on the improved value of the land. So where does Jack's boss come into it? He's the key.
He carries the insurance. The insurance proves how much the houses are worth. And they're worth nothing. Firewood, all of them. That's about as neat a scam as you can imagine. How are we going to prove any of this, Cole? Doctor's dead. Monroe nearly bled to death. If they get Jack... We need the firebug. The Oki cowboy. Get him, get Elsa. Get him, get all of them. Okay. Wenn du das sagst, Cole. Der hat ja... Gut, Elsa ist natürlich auch seine... Lieblingsfrau. Rennsparacke heute, 19 Uhr. Sein Liebling. Ist das jetzt Jack oder Cole? Das ist Jack. Das sieht schon ein bisschen gruselig aus hier, wenn ich das mal so sagen darf. Wie auch so Texas Chainsaw Massacre oder irgendwie sowas. Aber wir haben wohl keine Wahl, außer Rancho Rincon zu untersuchen. Finde und untersuche 95% aller Hinweise. Oh, wir nähern uns tatsächlich dem Ende. Ist es wahr? Unglaublich. Klopf, klopf. Guess nobody's home. Na, dann mal rein da. Ja, so mache ich auch mal Türen auf, wenn keiner da ist. So, schauen wir uns hier mal um. Ein Sattel. Ding dong. Ding dong. Well, these guys bring home a 45 or an M1. This is pretty extreme. Oh, der aus dem Krieg einen Flammenwerfer mitgebracht. Naja, schön. Ich muss mich mal ganz kurz anders hinsetzen. Das war das Gamepad, was ich ablegen musste. So. So kann es auch gleich weitergehen. Ach, die Türen macht er jetzt normal auf. Das ist ja schön. Aber, war da irgendwas Interessantes? Sieht nicht so aus. Da auch nicht. Da auf dem Regal vielleicht? Nein, auf dem Regal auch nicht. Da hängt noch eine Schrotflinte an der Wand oder so ein Jagdgewehr. Im Schrank hier summen auch irgendwo die ganze Zeit Fliegen rum. Das ist ganz schön eklig. Schon wieder so ein Sattel. Und hier sind überall diese Origami-Dinger. Und ein MG. Hui. Ich wollte gerade sagen, da tropft Blut vom MG, aber das ist natürlich von Jacks Hand. Huch, oh Gott, da bin ich erschrocken. Was haben wir da? Zigaretten. Okay. Boah, Alter. Diese 1000 Origami-Basteleien hier. Ist schon ziemlich creepy. Also dieser Mensch, boah, der hat echt Probleme gehabt. Da kannst du sagen, was du willst. Dem ging es geistig nicht ganz so gut. Ist ja wie der Origami-Killer in Heavy Rain. Ding dong. Quite a flock you got here, kid. Ja. I know those faces. Das ist Jesus Christ, I know every one of them. Was sagen? Ist unsere Einheit oder nicht? Und sind die jetzt etwa? A strange obsession. Sind die alle aus diesen Flyern gebastelt? Der will leider keinen auseinanderbasteln hier gerade. Was ist das? Los Angeles River Tunnel. The river tunnels. This guy's a tunnel rat. Aha. Oh my god, Ira. You poor backwards son of a bitch. Ira, IH auf dem Feuerzeug. Oh oh. Achso, er geht hilft nicht. Ich dachte, da kommt jetzt jemand rein. Peterson, I'm going to need some help. I've got Monroe, Fontaine and all the others. It's all tied up nicely. It goes all the way to the top. Meet me at the LA River Tunnel entrance just north of the First Street Bridge in half an hour. Don't ask questions. Just be there. This is DA's investigator Jack Kelso. I have an urgent radio message for Detective Cole Phelps. Oh-oh. Wilshire Revier. Revier. 20.30 Uhr. KGPL calling car 11K, 11 King, come in.
Go ahead, KGPL. 11K, see the man. A 207 just occurred on the spillway north of the First Street Bridge. DA's investigator Jack Kelso reports a kidnapping suspect outstanding in the LA River tunnel system with a hostage. 11K, handle code 3. Roger that. The hell is Jack playing at? It's like a suicide note. Half the LAPD will be down there hunting for us. We need to get there first. All units on all frequencies, stand by. Car 86 Adam is in pursuit of suspect vehicle heading southwest on Sunset Boulevard. Suspect vehicle belonging to Jack Kelso, described as a Navy Chevrolet fleet line. License number 4William0286. Car 86 Adam is in pursuit. I picked up his car. He'll need help to make it to the river. Ganz schön spannend gerade. Bla. That's Kelso's car. Was? Wie jetzt? Jack Kelso begleiten, okay? Soll ich mal... All units. Chief Morrow reports that the suspect is armed and extremely dangerous. Repeat, extremely dangerous. Suspect vehicle to be disabled immediately. If necessary, use of deadly force is authorized. Suspect vehicle headed west on 5th Street. Repeat, the Chevy fleet line navy blue, westbound on 5th Street. Sollen wir jetzt irgendwie ihm helfen dabei noch oder sollen wir einfach nur mitfahren? All units, all units. We have a new suspect vehicle. It is shop number 13516. Repeating, shop 13516 is a second suspect vehicle. Described as a green Hudson Commodore. Das sind wir. Sam 0102. Reported to be aiding suspect Jack Kelso. Caution and continue pursuit. All units, stand by for further. Jetzt sind wir auch die Verdächtigen. Ich meine, na klar. Suspect vehicle sighted heading northeast toward 3rd Street on the embankment between 3rd and 4th. All units, suspect vehicle is now northbound on Los Angeles, passing 2nd Street. Car 66 Adam, 77 Adam, go to 1st and Alameda. Car 19 William, go to 1st and Vignes. Repeat 1st and Vignes. Units to handle, identify code 3. What the fuck? Further to the second suspect vehicle, shop 13516. Chief Wall has authorized the use of deadly force. Oh. Use of deadly force is authorized in disabling both suspect vehicles. Alter, Jesus Alter. Christ! How many cops do these guys own? Aber echt mal. Das frage ich mich auch. Ist ja halb LA hinter uns her hier. Aber wir vertrauen Jack, unserem alten Kriegskumpanen. Oh, wir sind angekommen. Yippie. Who is this guy? Peterson, Assistant DA. What's he doing? He's here, here to cover our backs. I'm going in there, Jack. No one's trying to stop you. I found this at the ranch house. He's marked his routes. I'll go in here. Cole, you take the next entrance. Biggs, I need you to take the car and cover this spot here. I think that's his failsafe exit. Cole, he's one of ours. What are you talking about? Stop right where you are! Got it? Got it. Uh-oh. Peterson, you want to be DA? We'll earn your salt. So, Kelso is your boy, Peterson? And working with Phelps? A handy lad, that Kelso. Yes, he is, Chief. You can't imagine what those two have uncovered. It could go all the way to the top. I hope you won't be implicated. So, you're the new broom, Peterson? Looks like it. And you think he'll make it out of there alive? I think he might. He's a difficult boy to get rid of. All right, Peterson. I'm listening. What's your offer? Was ist denn sein Angebot? Ah, ja, da ist natürlich in Deckung gehen total super. Wer ist denn das jetzt alles? Ja, genau. Schieß einfach.
komm. Komm ruhig um die Ecke. Komm um die Ecke und lass mich Auto aimen. So, das wäre das. Oder der. Haben wir hier irgendwas Tolles an Waffen? Wow! Schnell Entdeckung. Just missed. Okay, wir müssen erholen gerade. Und wenn er jetzt das nächste Mal vorlugt, dann machen wir ihn platt. Hab ich doch gesagt. So, aber seine Waffe will ich haben. Aber wo lang jetzt? Hier rein? Wahrscheinlich da, wo der herkam. Würde jetzt Sinn machen, glaube ich. Da ist ja, da ist ein Flammenwerfer. Scheiße. Da komme ich nicht weiter. Ah, nicht runterfallen. In der nächsten Folge, es tut mir leid für diesen Cliffhanger jetzt in dieser actionreichen Szene, aber ich muss eine Folgenpause machen. In der nächsten Folge werden wir vielleicht alles aufklären, wenn wir es denn schaffen sollten. Ich glaube nämlich, das ist der letzte Fall, aber ich bin mir nicht ganz sicher. Ich danke euch fürs Zusehen. Viel Spaß mit eurem weiteren Tag. Das wollte ich gar nicht sagen. Vielen Dank fürs Zusehen. Ich hoffe, ihr hattet viel Freude, Freunde, und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüsschen!